Episode Teil 4 von meinem Osmo Action 3 Review. Und dieses Mal soll es um die Lösung in Sachen Fernbedienung gehen. Ja, und wenn es das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und dieses Mal soll es um Lösungen in Sachen Fernbedienung für die Osmo Action 3 gehen. Wobei Fernbedienungen im Moment ein bisschen übertrieben ist. Ich habe eine Lösung gefunden, die zum Teil funktioniert, würde ich mal sagen. Es ist so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp, der in manchen Videos auch schon angesprochen worden ist. Und zwar geht es um den, ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung von DJI nicht, diesen Selfie-Stick, den es für die Action 2 Kamera gab. Das heißt, ist ein kleiner Selfie-Stick, den man so ein kleines Stückchen weit ausziehen kann. Oben ist so eine Kugelkopfbefestigung dran mit dem typischen Clipsverschluss. Eigentlich für die Action 2, passt natürlich auch für die Action 3. Unten auch ein kleiner integrierter Tripod dran, um das Ganze irgendwo hinzustellen. Und eine mini kleine Bluetooth-Fernbedienung. Und diese Bluetooth-Fernbedienung funktioniert grundsätzlich erstmal auch mit der Action 3. Ist, wie gesagt, ursprünglich eigentlich für die Action 2 gedacht gewesen. Funktioniert hier aber erstmal auch, allerdings nur eingeschränkt. Das heißt, wenn ich hier die Action 3 alleine mit der Fernbedienung in Betrieb habe, kann ich Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, kann sogar die Videomodis wechseln, beziehungsweise Video-Fotomod und so weiter wechseln. Allerdings fehlen Informationen im Vergleich zu Action 2. Wenn man das Gleiche mit der Action 2 alleine macht, mit der Fernbedienung, dann startet man die Aufnahme und bekommt dann angezeigt wirklich die Laufzeit. Wie lange läuft sie jetzt da gerade schon? Und nicht nur das rot blinkende Lämpchen, was anzeigt hier, Aufnahme läuft, sondern wie gesagt auch den Minutenzähler. Und das funktioniert bei der Action 3 nicht. Das rote Lämpchen blinkt zwar, aber nicht die Zeit. Da wird dann nur so ein Info-Icon angezeigt, dass irgendwas nicht so ganz geklappt hat. Wäre soweit sogar noch zu verschmerzen, würde ich mal sagen. Unangenehmer wird es dann, wenn man mehrere Kameras gleichzeitig steuern will. Generell geht das. Ja. In meinem Fall kann ich es jetzt halt nur ausprobieren mit der Kombination Action 2 und Osmo Action 3. Und da ist es dann so, dass wenn man die Aufnahme drückt, funktioniert das noch. Beide Kameras starten. Aber wenn ich versuche, die Aufnahme wieder zu stoppen, dann ist es rum. Ja, dann kriege ich nur eine Fehlermeldung auf der Fernbedienung angezeigt. Beide Kameras laufen weiter. Also das ist nicht wirklich hilfreich, würde ich mal behaupten. Kann man leider nicht wirklich was mit anfangen. Ich weiß nicht, inwiefern da noch irgendwas kommt. DJI hält sich ja da in der Hinsicht ein bisschen bedeckt, da kommt eigentlich nicht viel. Für mich ist es natürlich auch noch extrem schade, ich habe mich schon bemüht, Kontakt zu kriegen zu DJI, ob die nicht diese Bluetooth-Schnittstelle, API sozusagen mal offenlegen, ähnlich wie das GoPro jetzt mit diesem Open GoPro gemacht hat. Dann könnte ich die nämlich schön zu meiner Fernbedienungs-App, meiner ProMode-App hinzufügen. Das wäre für mich der absolute Traum, aber da stellen sie sich im Moment noch genauso an wie Insta360 auch. Also da wollen sie nicht rausklucken. Generell hat DJI ein Entwicklerprogramm und ein SDK, aber das bezieht sich eigentlich ausschließlich auf die Drohnengeschichten und gar nicht auf die Actionkameras. Die sind komplett außen vor irgendwie bei denen, keine Ahnung. Also deswegen, ja, wenn ihr die Action 3 alleine verwendet mit der Fernbedienung, könnt ihr die nehmen. Kriegt auch angezeigt, dass er grundsätzlich aufnimmt, auch wenn es keine Zeit angezeigt wird. Aber zumindest ist das eine
kleinere Optionen, die ihr da mal angehen könnt. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich aktuell zum Thema Fernbedienung bei der Osmo Action 3 sagen kann. Wenn irgendjemand von euch da mehr weiß oder noch eine andere auf Lager hat, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das für mich jetzt wirklich gewesen für die Osmo Action 3 Review-Reihe. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch, waren irgendwelche Sachen dabei, die euch in irgendeiner Form weiterbringen. Ja, und für mich bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.